Heute wollte ich mit euch über etwas sprechen, wozu ich viele Nachrichten von euch bekommen habe. Und es ist auch was, woran ich mich ständig selbst aktiv erinnern muss. Und zwar geht es ums Vergleichen. Und dabei ist es völlig egal, ob es darum geht, sich mit der finanziellen Situation von jemandem zu vergleichen oder mit sportlichen oder beruflichen Erfolgen oder wie jemand anderes aussieht. Ich schätze, dass jeder von uns sich tendenziell in seinem Leben schon mal mit jemand anderem verglichen hat. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich davon gar nicht betroffen bin und mich nie mit anderen vergleichen würde oder dass es für mich kein Problem ist. Dieses Video soll nicht nur dem helfen, der vielleicht gerade selbst in so einer Situation ist oder einfach gerade mal einen kleinen Reminder brauche, sondern das ist auch ein Video, was ich für mich selbst brauche. Ich habe mich selbst schon viel zu oft mit anderen verglichen und definitiv auch öfter, als ich eigentlich zugeben will. Und das ist auch definitiv nichts, was man jetzt einfach mal schnell beheben kann oder schnell los wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser Vergleich einfach zu einer Gewohnheit wird, weil jedes Mal, wenn man irgendwas hört oder mitbekommt, was einem nicht gefällt oder Unsicherheiten in einem auslöst, ist die unmittelbare Reaktion darauf, sich mit anderen zu vergleichen. Und man macht dann irgendwie seinen Wert davon abhängig, wie man im Vergleich zu anderen dasteht. Und Vergleich ist eigentlich eine richtig unschöne, hässliche Sache. Das ist nichts, was jemanden zu einem besseren Menschen macht, sondern das kann eher sogar manchmal das Gegenteil bewirken. Und es hindert einen daran, die Erfolge von anderen anzuerkennen oder sie zu unterstützen und sich für andere zu freuen. Und es kreiert hier oben einfach was sehr, sehr Negatives. Und es lässt dich fühlen, als wärst du nicht genug und als würdest du nie mit jemand anderem mithalten können und als würde das, was du tust, nicht zum Erfolg führen. Das macht einen definitiv eher unsicher und zieht einen komplett runter, obwohl das eigentlich was ist, was nur in unserem Kopf stattfindet. Diese ganze Competition, die du dir da oben ausmalst, existiert nämlich eigentlich gar nicht. Du hast sie in deinem Kopf erschaffen und es hat absolut nichts mit der Realität zu tun. Jeder von uns hat eine andere Lebensstory. Kein einziger Mensch auf dieser Welt hat zum Beispiel denselben Weg wie du beschritten und das ist auch ein ziemlich entscheidender Faktor, denn wenn du jemanden siehst, der was erreicht hat oder du siehst, wie gut jemand aussieht oder welchen krassen Fortschritt er im Gym gemacht hat, dann macht dich das eher unsicher und du denkst dir, oh, ich bin noch nicht da oder oh, ich kann das nie schaffen. Warum denn? Ist es, weil du das jetzt gerade nicht erreichst oder weil du jetzt gerade nicht da bist. Das hindert dich doch aber nicht daran, diese Dinge zu erreichen. Jeder hat sein eigenes Tempo und es ist definitiv kein Wettrennen, weil es geht um dich und um dich gegen dich selbst. Denk einfach mal dran, wer du früher warst. Schau dir mal alte Bilder an, schau dir alte Videos an, alte Nachrichten. Schau, in welcher Situation du damals warst und wo du jetzt bist. Weil oft hasseln wir einfach komplett durch unser Leben und vergessen, wo wir eigentlich mal angefangen haben. Ich erzähle jetzt mal zwei verschiedene Beispiele aus meinem Leben. Einmal hier die Social Media Content Creation und den Muskelaufbau. Fangen wir mal mit meinem Fortschritt im Gym an. Als ich das erste Mal ins Fitnessstudio gegangen bin, hatte ich absolut keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich bin 7-mal die Woche ins Gym gegangen, manchmal am Tag sogar 2-mal, habe viel Cardio gemacht, habe mit einem für mein Ziel absolut sinnfreien Split trainiert und ja, wollte einfach Muskeln aufbauen. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt auch, dass es der richtige Weg ist. Heißt, ich hatte mein Ziel, aber aus heutiger Sicht wusste ich damals echt nicht, wie ich da hinkomme. Ich wusste nicht, wie viele Tage ich ins Gym gehen sollte, wie lange ich trainieren sollte, wie diese ganzen Maschinen funktionieren und so weiter. Ich habe einfach komplett bei Null angefangen. Und das alles rauszufinden hat auch erstmal eine Zeit lang gedauert. Ich habe mir dann einen Coach gesucht und dann ging die ganze Sache natürlich auch ein Stück schneller, weil man dann einfach direkt jemanden an seiner Seite hatte, der schon da ist, wo man hin will. Und das hat die ganze Sache natürlich deutlich vereinfacht, also ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Aber zurück zum Vergleich. Ich habe bei Null angefangen, ohne irgendwas zu wissen, ohne Grundlage und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich mich im Gym super wohlfühle. Ich bin mit meinem Trainingsplan happy und ich habe das Gefühl, Fortschritte zu machen. Und ich erinnere mich an das Mädchen, das die ganze Zeit durchgemacht hat und sie, und mit sie meine ich mich, an jedem Schritt gezweifelt hat. Und jedes Mal, wenn ich Fortschritte gemacht habe, sah ich im Fitnessstudio oder auf Social Media jemanden, der den Traumkörper hatte und ich dachte mir dann immer, boah, so werde ich nie aussehen oder das werde ich nie erreichen. Ich habe mich einfach ständig verglichen und ich bin heute so froh, dass mich dieser Vergleich nicht davon abgehalten hat, weiterzumachen, weil es gibt so viele Menschen, die durch diese Vergleiche einfach sich selbst so runterziehen, dass sie einfach aufgeben und dann natürlich ihre Ziele nie erreichen. Ist ja dann auch kein Wunder, weil sie haben ja aufgehört. Aber sie geben dem Vergleich die Schuld oder sogar der anderen Person bzw. dem Gefühl, es nie schaffen zu können, was sie dann davon abhält, ihre Ziele weiter zu verfolgen. Aber man muss einfach weitermachen, sich nicht abhalten lassen und darf auch den Fokus natürlich nicht verlieren. Und man darf auch niemand anderem die Schuld geben, sondern man muss versuchen, sich auf sich selbst zu konzentrieren und einfach weitermachen. Nun zum Beispiel von meiner Content Creation bzw. Social Media. Als ich angefangen habe, Videos und Stories zu posten, habe ich mich ständig mit den großen Influencern verglichen und habe einfach immer gedacht, ich bin zu spät dran. Ich kann jetzt nicht mehr anfangen, die haben alle schon riesengroße Communities aufgebaut. Aber was hat es mit mir
zu tun. Nur weil jemand anderes schon eine große Community aufgebaut hat, sein Ding durchzieht und damit erfolgreich ist, warum sollte mich das davon abhalten, es auch zu versuchen? Und ich bin sehr froh darüber, dass die Person, die ich damals war, und das ist noch nicht lange her, einfach durchgezogen hat und ja, einfach angefangen hat. Das hat mich auf jeden Fall ein Stück weit Überwindung gekostet und tut es auch immer noch, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und dass ich mittlerweile auch eine kleine Community aufgebaut habe, beziehungsweise wir eine kleine Community aufgebaut haben, wo einfach jeder jeden supportet. Ich kann durch meine Posts und meine Erfahrungen andere Leute inspirieren und am Anfang war es vielleicht nur eine oder zwei Personen und dann hat vielleicht auch mal jemand geschrieben, boah, ich finde deine Videos toll oder danke für deine Tipps, die haben mir weitergeholfen und so sind es dann einfach immer mehr geworden. Ich hätte damals echt nicht gedacht, dass ich so weit schaffen kann bzw. werde und ich bin sehr froh darüber, dass ich mich damals von den Vergleichen, die ich gemacht habe, nicht abhalten lassen habe. Ich will, dass du dir merkst, dass das Leben keine Competition ist, sondern dass das alles in einem Kopf ist. Selbst wenn du dir manchmal denkst, boah, die Person erreicht gerade was richtig Krasses oder die Person sieht gerade richtig gut aus und ich werde es nie schaffen, dann ist es nur in deinem Kopf und in der Realität hat es nichts mit dir und deinem Erfolg zu tun. Es spielt keine Rolle, wie alt du bist oder in welcher Lebensphase du bist. Der Erfolg von anderen wird dich nicht davon abhalten, dieses Ziel selbst irgendwann zu erreichen. Das Einzige, was dich davon abhält, deine Ziele zu erreichen, ist aufzuhören. Wenn du aufhörst, dir Mühe zu geben, wenn du aufhörst, dafür zu kämpfen und dafür zu arbeiten und diese mentale Blockade in deinem Kopf, die dir einredet, dass du es nie erreichen wirst, so groß werden lässt, dass deine Gedanken, die dich wertlos fühlen lassen und die dir einreden, dass du nicht gut genug bist, so laut werden, dass du aufgibst, nur dann wirst du deine Ziele nicht erreichen. Du musst dich immer wieder daran erinnern, dass die einzige Person, die immer für dich da sein wird, du selbst bist. Heißt, du musst weitermachen, auch wenn du dich niedergeschlagen fühlst, auch wenn du dich fühlst, als hättest du verloren, auch wenn du denkst, du kannst es nicht schaffen oder dass das, was du tust, nicht gut genug ist. Du kannst es nämlich schaffen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Hör auf, andere Menschen als Maßstab für deinen Wert zu nehmen und hör auf, andere Menschen anzuschauen und zu denken, bin ich so gut wie sie? Bin ich besser? Das macht es alles nur schwerer für dich. Konzentriere dich auf dich selbst und du wirst auf jeden Fall glücklicher sein. Du brauchst keine Bestätigung von anderen und du musst auch nicht besser sein als jemand anderes. Du musst nur besser sein als die Person, die du gestern warst. Und ich weiß, es klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Spruch von so einem Kalender, aber es ist einfach so. Du musst einfach besser sein als die Person, die du früher mal warst. Und wenn du irgendwelche Fortschritte machst, sei das jetzt körperlich, emotional oder mental, dann bist du auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und ich will dir durch dieses Video auch mitgeben, dass du damit nicht alleine bist und dass du sehr wohl alles erreichen kannst, was du willst. Das Einzige, was dich daran hindert, bist du selbst und dein Kopf. Ich hoffe, das Video hat allen ein bisschen Mut gemacht, die gerade vielleicht durch eine ähnliche Situation gehen und ich werde mir das Video wahrscheinlich selbst noch einige Male anschauen müssen, weil ich auch selbst einfach mal so einen kleinen Reminder brauche und ich denke, viele von euch vielleicht auch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video geholfen hat und ihr könnt ja sehr gerne mal eure Erfahrungen oder wie ihr mit solchen Situationen umgeht in die Kommentare schreiben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.